Ronaldinho, vom besten Spieler der Welt, wurde er zu einem Kriminellen, eingesperrt in Paraguay, mit nur 7 Euro auf dem Konto. Ronaldinho Gaucho was arrested in Paraguay on Friday. Was war passiert? Ronaldinhos tragische Geschichte beginnt schon im Kindheitsalter. Er wurde in einer der gefährlichsten brasilianischen Städte geboren, Porto Alegre. Eine Stadt, wo die Kriminalität eine ständige Gefahr war. Seine Eltern verdienten wenig Geld und daher wuchsen er und seine Geschwister in einer Baracke aus Holz auf. Und seit seiner Geburt an war klar, dass es an ihm liegen würde, das Leben der Familie besser zu machen. Es gab aber eine Sache, die die Familie zusammenschweißte. Fußball. Doch sie waren so arm, dass sie Ronaldinho nicht mal Fußballschuhe kaufen konnten. Daher log sein Vater und sagte zu Ronaldinho, dass wenn er Profi werden will, dann müsse er ohne Schuhe trainieren, damit er eine bessere Ballkontrolle bekommt. Und hey, vielleicht hatte sein Dad recht, denn Ronaldinhos älterer Bruder, Roberto, wurde mit 16 zum nächsten Favela-Fußballstar. Ronaldinho, der 10 Jahre jünger war, gab sein Bestes. Er wollte seinen Vater stolz machen. Und auch Roberto half Ronaldinho. Jeden Tag trainierten die beiden auf den Straßen. Beide hatten den gleichen Traum. Fußballprofi zu werden. Für ihren Vater. Der wusste, dass beide etwas ganz Besonderes waren. Und nach seiner Arbeit verbrachte er jede freie Sekunde, um mit den Jungs zu trainieren. Und dann geschah es. Roberto wurde bei Grêmio aufgenommen, dem Profiklub der Stadt. Und diese gaben der Familie den Deal ihres Lebens. Es gab nicht nur einen Unterschriftsbonus, der Club gab der Familie ein Haus mit Pool in einer guten Gegend. Roberto half seiner Familie aus der Armut. Doch ein paar Monate später sollte sich das Leben von Ronaldinho für immer ändern. Er war auf dem Weg nach Hause. Es war Robertos 18. Geburtstag und er freute sich auf die Party. Doch als er ins Haus kam, sah er all die Leute. Aber anstatt zu feiern, weinten alle. Sein Vater hatte einen Herzinfarkt, war in den Pool gefallen und ertrunken. Sein Idol, der Mann, der alles für ihn und seinen Bruder getan hatte, nur dass sie ihren Traum vom Fußball jagen konnten, war nicht mehr bei ihm. Roberto wurde der Mann des Hauses. Es war nun ganz allein an ihm, Geld zu verdienen, dass die Familie überleben konnte. Und obwohl Ronaldinho erst 8 Jahre alt war, trainierte er umso härter, um hoffentlich bald selber einen Vertrag zu bekommen. Und er war auf dem besten Weg. Der Druck lastete auf Roberto, aber es lief zuerst alles gut. Er verhalf Grêmio zu Titeln und sogar die Nationalmannschaft wurde auf ihn aufmerksam. Doch dann schlug das Schicksal wieder zu. Er verletzte sich schwer. Es schien, als würde die Last nun auf Ronaldinho fallen. Aber der war bereit. Während seiner Teenagerzeit tat er nichts anderes, als an seinen Fußballskills zu arbeiten. Und dies zahlte sich jetzt aus. Gerüchte von einem Fußballgenie machten die Runde, nachdem sein Team 23:0 gegen ein anderes Team gewonnen hatte. Ronaldinho schoss alle 23 Tore. Und 1998 war es endlich soweit. Grêmio nahm ihn unter Vertrag. Er war jetzt offiziell Fußballprofi. Und Roberto, sein Manager. All das, für was sie ihr ganzes Leben lang gekämpft hatten, schien wahr zu werden. Aber es war auch hart für Ronaldinho, denn er wusste, dass egal wie erfolgreich er sein würde, sein Dad würde nie im Stadion stehen können und ihm zujubeln. Nach 3 erfolgreichen Jahren bei Grêmio und dem Gewinn des Confed Cups mit Brasilien warfen viele Clubs ein Auge auf Ronaldinho. Und 2001 wechselte er für 5 Millionen Dollar zu PSG, noch bevor sie von Katar gekauft wurden und unendlich viel Geld hatten. Er musste sich jetzt zuerst beweisen und kam des Öfteren als Joker. Doch jedes Mal brillierte er und verdiente sich somit einen Platz in der Startelf. Er wurde der Spieler bei PSG. Aber dem PSG-Offiziellen fiel eines auf. Ronaldinho hatte ein großes Problem. Er hatte es geschafft. Er war Millionär, Fußballprofi. Und Training war nicht mehr seine erste Priorität. Dies waren Partys. So gut wie jede Nacht feierte er in Clubs in Paris und kam oft nur noch freitags ins Training und samstag zum Spiel. Und trotzdem spielte er immer noch überragend. 2003 war es dann soweit. PSG wusste, dass sie ihn verkaufen mussten. Und jeder große Club wollte ihn. Und seine Wahl fiel auf Barcelona. Ein Club, der zu der Zeit Probleme hatte, mit Real Madrid mitzuhalten. Aber Ronaldinho hob den Club auf ein nie dagewesenes Level. Ronaldinho jetzt, Ronaldinho! Seine Skills waren unmenschlich. Er brillierte und sein Lächeln war ansteckend. Er gewann 2-mal die FIFA-Spieler des Jahres-Auszeichnung, er gewann den Ballon d'Or, er gewann die Champions League und er war in dieser Nike-Werbung, dem ersten Video auf YouTube, das über 1 Million Mal angeklickt wurde. Aber all dieser Erfolg brachte nicht seinen Vater zurück. Und nach 3 Jahren machten sich auch die Sorgen bei Barcelona breit. Ronaldinho hatte alles gewonnen und sein Fokus lag wieder auf den Partys. Das Ganze ging so weit, dass er betrunken zum Training erschien. All das geschah zu der Zeit, als ein weiterer Star seine ersten Schritte bei Barca tat, der junge Leo Messi. Und Ronaldinho war derjenige, der sich um den schüchternen Jungen kümmern sollte, ihn unter seine Fittiche nehmen sollte. Er half Messi, sich beim Team zu Hause zu fühlen und er half ihm, mit dem Druck klarzukommen.
Doch Barca wollte nicht, dass Ronaldinhos schlechtes Verhalten sich auf Messi überträgt. Noch dazu schien es, dass Ronaldinho auch weiterziehen wollte. Daher entschloss er sich 2008 das Land zu wechseln. Italien. Er ging zum AC Mailand, ein Club, der ihm eine Chance geben wollte, seine Karriere wieder zurechtzurücken. Und zuerst spielte er gut, doch auch dann fiel er wieder in ein altes Laster zurück und war ein ständiger Gast im italienischen Nachtleben. Mailand verkaufte ihn nach ein paar Jahren und Ronaldinho sprang von Club zu Club. Bei dem brasilianischen Verein Fluminense hatte er anscheinend sogar eine Partyklausel im Vertrag, die ihm erlaubte, nachts Party zu machen. Und 2015 war es dann soweit. Die Fußballlegende Ronaldinho zog sich aus dem Fußball zurück. Doch auch dann wurden seine Entscheidungen nicht besser. Obwohl er nicht mehr so viel verdiente wie zu seiner aktiven Zeit, hörte er nicht auf, exzessiv zu feiern und zu trinken. Die Wahrheit war, er war nicht glücklich und er bekam nicht die Hilfe, die er brauchte. Es wurde nur noch schlimmer. Er verweigerte, Rechnungen zu zahlen, er war in dubiose Kryptogeschäfte verwickelt und geriet immer wieder mit den brasilianischen Behörden aneinander, weil er zum Beispiel illegal einen Steg bei seinem Haus bauen ließ. Also blieb den Behörden nichts anderes übrig, als ihr Idol anzuklagen. Und vor Gericht stellte sich heraus, dass er angeblich über 1 Million Dollar Schulden hatte und angeblich nur 6 Dollar auf dem Konto. Von Millionen zu 6 Dollar und daher nahm das Gericht seinen Pass weg. Denn keiner wusste, ob Ronaldinho vielleicht woanders Geld versteckt hatte. Und als man meinte, er könnte nicht mehr tiefer fallen, da machten Ronaldinho und Roberto einen der größten Fehler ihres Lebens. Ronaldinho Gaucho was arrested in Paraguay on Friday on suspicion of using fake passports to enter Paraguay. Beide wurden verhaftet, nachdem sie versuchten, mit illegalen Reisepässen nach Paraguay zu reisen. Ich meine, schaut euch das mal an. Der Reisepass ist für paraguayische Bürger hier. Ich meine, Ronaldinho ist ziemlich bekannt in Südamerika. Ich glaube, das fällt den Beamten an der Grenze auf, dass der Brasilianer sein sollte und nicht Paraguayer. Ronaldinho und sein Bruder wurden eingesperrt und ihnen drohte eine Gefängnisstrafe von 5 Jahren. Er beteuerte zwar immer, dass er nicht wusste, dass die Pässe gefälscht sind und sagte, er hätte sich nicht darum gekümmert, aber er wurde erstmal nicht freigelassen. Also saß er im Gefängnis in Paraguay. Aber es schien, als käme er zurück zu seiner alten Liebe. Er begann mit den anderen Häftlingen Fußball zu spielen. Seinen 40. Geburtstag aber feierte er alleine hinter Gittern. Nach 32 Tagen durften sie raus, aber sie wurden unter Hausarrest gestellt. Aber erst nachdem Ronaldinho und Roberto eine Kaution in Höhe von 1,6 Millionen zahlten. Wo das Geld wohl hergekommen ist, ja, war er doch nicht ganz pleite. Alles ein wenig dubios. Und nach 5 Monaten Hausarrest durften beide zurück nach Brasilien. Aber es schien, als wäre das Ganze auch ein wenig der Weckruf gewesen, den er brauchte. Es schien, als würde er sein Leben wieder in die richtigen Bahnen lenken wollen. Er wurde Botschafter für das Stadion eines Fußballclubs, er gründete ein Musikstudio, er gründete seine eigene Gin-Marke und fokussierte sich auf Werbedeals. Und nur ein paar Monate nach dem Gefängnis sah man ihn im März 2022 mit diesem Rolls-Royce auf Instagram. Es schien, als würde er wieder gutes Geld verdienen. Und noch dazu begann er mit der Produktion seines eigenen Films. Und beim Release des Trailers, da schrieb er das hier: Eine schwierige Zeit in meinem Leben geht zu Ende. Zum Glück. Ich kann mich nicht oft genug bei denen bedanken, die mich unterstützt haben. Hoffentlich hat Ronaldinho sein Leben in den Griff bekommen. Der Titel seines Films scheint zumindest darauf anzuspielen. Ronaldinho, der glücklichste Mensch auf der Welt. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho!